Servus meine lieben Rosen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin EgoTube und wir spielen heute Syberia 2. Ihr seht schon, es ist genau der gleiche Startbildschirm wie bei Syberia 1, auf der Nintendo Switch natürlich, nicht zu vergessen. Dort ist Syberia 1 und 2 in einem Spiel drin, ergo ich kann jetzt hier Syberia 2 spielen. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der kann bei mir auf dem Kanal vorbeigucken. Dort findet ihr den ersten Teil auch. Also wer ihn sehen möchte, lohnt sich. Ist ein schönes Spiel, ich freue mich riesig. Ne? Jetzt, wo wir Super Mario Odyssey fertig haben, freue ich mich riesig auf Syberia 2. Ich würde sagen, wir starten. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Du verlässt Syberia und startest Syberia 2. Möchtest du fortfahren? Ja. Oh, das sieht cool aus. Ah, das ist das neue Startmenü jetzt. Okay. Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin EgoTube und wir spielen Syberia 2. Na, Spaß beiseite. Ich lasse das alles natürlich drin, so wie es war. Die Musik ist ein bisschen laut. Ich mache mal kurz meine Kopfhörer leiser. Ich freue mich sehr, ins Abenteuer mit Kate Walker zu starten. Und Hans Vorarlberg, den wir gefunden haben, mit dem wir mitgereist sind, wie wir uns im ersten Teil erinnern. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es ist ein wunderschönes Spiel gewesen. Ich hoffe, der zweite Teil wird wenigstens genauso schön, wenn nicht noch schöner. Wir starten einfach. Komm. Mensch, das ist immer noch sehr laut auf der Kopfhörer. Okay, ich glaube, da muss ich ein bisschen was später auch im Sound machen, wenn ich das ganze Spiel render. Gibt es Neuigkeiten von Kate? Nein, noch immer nichts. Sie hätte bereits seit Wochen wieder in New York sein sollen. Herr Marston, ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Die sehen wir nicht wieder. Ruf sie an! Syberia ist eine Insel. Eine Insel irgendwo im Meer. Die Leute sagen, Syberia gäbe es nicht. Aber die Leute irren sich. Die ganze Insel ist mit hohem Gras bewachsen. Ein seltsames Gras, das im Schnee wächst. Die Mammuts fressen es unaufhörlich. Sie sind unersättlich. Hans, Sie müssen sich jetzt ausruhen. Sie haben hohes Fieber. Bringen Sie mich nach Syberia, Kate. Mammuts, Syberia, all das ist doch nur ein Traum, Hans. Ein Kindheitstraum. Schwören Sie es mir, Kate. Nicht auf unsere Nachrichten. Versuch es nochmal, Herrgott, immer wieder! Hallo? Fräulein Walker, einen Moment bitte. Ich... Gib schon her! Hallo, Kate? Kate, aber so antworten Sie doch. Ich verstehe ja, dass Ihr letzter Auftrag kein Zuckerschlecken war. Glauben Sie mir, die Firma wird sich erkenntlich zeigen. Kate, Sie müssen jetzt wieder zurückkommen. Ihr Platz ist hier, in New York, bei Ihren Kollegen. Ihren Freunden! Ihr Leben, Kate! Kate? Kate? Kate Walker! Ich schwöre es Ihnen, Hans Vorarlberg. Wir fahren nach Syberia. Oha, und da sind wir. Da sind wir. Ein ganzes Stück weiter und sind nochmal wieder ein bisschen in der Geschichte reingekommen. Und wie wir jetzt hier gelandet sind. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Für die Leute, die vielleicht Syberia 1 woanders gesehen haben oder selber gespielt haben und Syberia 2 erst bei mir gucken. Die Videos kommen immer dienstags, mittwochs, nee, dienstags, donnerstags und sonntags hier um 14.30 Uhr und sind jeweils 20 Minuten lang. Einfach nur so zur Info, wann welche Videos kommen. Ja? Kate Walker! Oscar am Apparat! Ihr Zugführer! Oscar? Haben Sie neuerdings ein Telefon? Herr Vorarlberg hat mir etwas gebastelt, das dem sehr nahe kommt. Er hat Ihren kleinen Apparat als Vorbild genommen. Er besitzt wirklich ein erstaunliches Können. Wir sind am Bahnhof angelangt, Kate Walker. Und wo sind wir, Oscar? Der Ort heißt Romansburg. Gut. Ich sehe mich mal ein wenig um. Seien Sie vorsichtig, Kate Walker. Ja, Oscar. Crazy. Grafisch fühlt man sich natürlich sofort wieder daheim.
Also es hat sich nicht wirklich irgendwas geändert. Also grafisch würde ich sagen, ist es genau das gleiche wie vorher. Was aber auch völlig in Ordnung ist. Es tut dem Spiel keinen Umbruch. Ich bin ja generell so ein kleiner Fetischist, was so Retro-Kram angeht. Also mit sowas kriegt man mich ja immer ganz schnell. Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Danke. Was? Bei der Kälte hätte ich sofort Lust zu duschen, wenn es Warmwasser gibt. Na, Sie? Wie ist die Lage? Ich dachte, jetzt holt er eine Pistole raus und knallt mich ab. Herzlich willkommen in Romansburg, der letzten Stadt vor der endlosen, eisigen Wildnis der Tundra. Emeljov Kubatschew, Kolonel im Ruhestand, Hüter der Reichsgrenzen und Leiter des hiesigen Gemischtwarenladens. Zu Ihren Diensten. Wir begrüßen die Reisenden in der Grenzstadt Romansburg. Romansburg an den Toren zur Tundra. Die letzte Stadt vor dem unendlichen Eis. Zum Teufel! Schwamm drüber. Was soll ich noch hier? Was für eine Begrüßung. Ja, würde ich auch mal sagen. Also es scheint so, wenn wir jetzt hier durch sind, dass wir dann so schnell an keiner weiteren Stadt mehr ankommen werden, ne? Klingt zumindest so. Also ich denke mal, dass Syberia, wenn sie irgendwo mehr liegen soll, noch weiter raus ist, die Stadt oder die Insel besser gesagt, und wir dann tatsächlich ins ewige Eis müssen. Also klingt für mich jetzt erstmal so. Und ich gehe dann da mal von aus, dass wir eventuell danach keinen weiteren Bahnhof mehr anfahren werden. Nicht so wie bisher. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte schon hier mal so ein bisschen... Bonbonautomaten. 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 Okay, ich glaube... Bonbonautomaten. Ja, es sind alles Bonbonautomaten. Na? Guten Tag. Ich heiße Kate Walker. Ich... Amerikanerin, nicht wahr? Hier in diesem verlassenen Nest, das sieht man nicht alle Tage. Ich bin Colonel Emeljov. Ich bin, wenn du so willst, für die Verwaltung dieses Ortes zuständig. Ich gehe mal eben kurz in die Einstellung. Ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Ich gehe mal eben kurz in die Einstellung. Option, Hilfe und Option. Ich finde nämlich irgendwie ist die Musik ziemlich laut im Vergleich zu den Dialogen. Wenn ihr das anders seht, sagt das gerne in den Kommentaren, aber das ist ja zu meiner Meinung. Musik. Mach die mal ein bisschen leiser. Und die Stimmen, kann ich die lauter machen? Nee. Wo ist denn nur der Yuki? Okay, cool. Video. Kann ich da alle, hopp, hopp, alle, hopp, hopp. Achso, das, ja gut, ist alles Sound. Das, ne, ist klar. Okay. Colonel? Ich bin beschäftigt. Wirklich. Wir sind gerade mit dem Zug eingetroffen. Welch erstaunliche Stadt. Ich kann kaum abwarten, sie zu besichtigen, Colonel. Ich müsste die Musik noch leiser machen. Es gibt hier leider nicht viel zu sehen. Man kann zwar sagen, immerhin gibt es überhaupt etwas, denn jenseits von hier ist gar nichts mehr. Endlose, weiße Wüste. Eisiges Sibirien. Sie sind hier in der Tat im letzten Bollwerk der Zivilisation. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten. Ja. In Ordnung. Ich muss noch leiser machen, die Musik. Ich finde, das Verhältnis passt noch nicht so ganz. Musik. Anzeige und Option. Da kann ich auch noch was einstellen. Bildschirmgröße. Oha, man kann halt einfach... Seriously? Fändet ihr es so besser? Ja, ne? Wahrscheinlich, ne? Das ging bestimmt im ersten Teil auch schon. Ich hab's einfach nicht gemacht. Ich bin auch ein Keck. Egal. Ich bin beschäftigt. Wirklich. Hans. Der Freund, der mich begleitet, war schon einmal hier. Er heißt Hans Vorarlberg. Kennen Sie ihn? Ich bin noch nicht sehr lange hier. Das glaube ich Ihnen irgendwie nicht. Wir fahren immer weiter nach Nordosten. Eine große Reise mit unbegreiflichem Ziel. Es ist wohl so, dass ich einen alten Mann irgendwohin begleite.
seinen letzten Träumen. Ja, Leute wie du kehren am Ende nie mehr nach Hause zurück. Ist eine harte Aussage, ne? Leute wie du kehren am Ende nie wieder nach Hause zurück. Ist, naja, ist ein Stück vielleicht auch was Wahres dran, ne? Man kennt es vielleicht aus einigen Erzählungen, Geschichten oder Filmen. Wenn so jemand hingeht und nochmal so die letzten Wünsche von jemandem erfüllen möchte, der eigentlich eventuell, ja, zum Beispiel an irgendeiner psychischen Erkrankung, ne, erliegt und halt dementsprechend irgendwelchen Wahnvorstellungen verfolgt. Das kann ziemlich böse ausgehen, wenn man dann so gutmütig ist und dann wirklich hinterher ist und alles aufgibt auch noch dafür. Ich meine, das kann vielleicht erstmal ein schönes Abenteuer sein, aber ich denke, naja, das wird früher oder später ziemlich scheiße enden. Aber gut, okay. Sagen Sie, Colonel, kommen hier viele Züge vorbei? Nein, aber ich bin ja noch nicht lange hier. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich glaube... Ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Bis später. Wir werden uns bestimmt nochmal wiedersehen. Was haben wir da? Genau, das waren Bonbonautomaten. Na gut, gucken wir uns erstmal so weiter in der Stadt um. Das ist ja nicht so das Einzige, was wir haben. Wir können ja irgendwie hoffentlich in diese Richtung auch noch gehen. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Okay. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Das ist natürlich schlecht. Okay. Erstmal wieder reinkommen ins Rätselraten hier. So, dahin. Was können wir hier Schönes machen? Aha, was passiert? Irgendwas stimmt mit dieser Maschine nicht. Ja. Und wir werden herausfinden, was es ist. Hi. Oscar, was geht ab? Was für eine seltsame Stadt, Oscar. Was meinen Sie? Züge sollten überhaupt nie anhalten. Ich mag weder Bahnhöfe, Kate Walker, noch die Städte ringsherum. Nun übertreiben Sie aber. Oh, alles ist hier so düster. Und ich mag diese Häuser unter den Gleisen nicht. Mir ist das unheimlich, Kate Walker. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, Oscar, alter Angsthase. Man ist halt, wie man ist, Kate Walker. Manchmal denke ich, ich sollte nach New York zurückkehren. Bereuen Sie Ihren Entschluss, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Sie je nach Hause zurückkehren werden, Kate Walker. Dafür ist es nun zu spät. Oscar, es ist nicht vorgesehen, dass ein Automat psychologische Betrachtungen anstellt. Uff. Irgendwie... Es ist so, keine Ahnung, dieses Spiel verleiht mir jetzt gerade so in den ersten 13 Minuten... Verleiht mir dieses Spiel so eine richtig düstere Atmosphäre, nachdem ich eigentlich so gehypt war und gesagt habe, das Spiel ist so schön. Also so generell diese Aussagen und so weiter und so fort, alles verleiht mir gerade so ein bisschen so diese Vibes, dass das Ganze kein gutes Ende nehmen wird. Zumal Hans ja auch scheinbar krank ist, der hat ja Fieber und der ist so ziemlich der Einzige, der uns irgendwie anleiten könnte. Dann haben wir noch Oscar, einen Automaten, der sich sowieso ständig stur stellt. Naja, und wir selber sind irgendwie in einer ganz komischen anderen Welt. Aber okay, mal gucken, wo das alles hinführt. Also, ich war sehr gehypt, weil die Story beim letzten Mal so schön zu Ende ging und jetzt verleiht mir das irgendwie so ziemlich bedrückende Vibes, ne? Also, ich weiß nicht, was haltet ihr im Moment davon? Wo ist Hans? Er ist im letzten Waggon. Ich vermute, er arbeitet wie gewöhnlich. Er kommt wirklich nie zur Ruhe. Arbeit, für die man sich begeistert, ist nie mühsam, Kate Walker. Ja. Wahrscheinlich. Glauben Sie, dass wir dem Ziel nahe sind, Oscar? Auf jeden Fall wird es immer kälter. Ich persönlich habe kein Ziel, Kate Walker.
aber der Zug und ich selbst sind nicht darauf ausgelegt, ewig zu funktionieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie über diese Dinge nur mit Herrn Vorarlberg reden könnten. Oskar, ist Ihr Zug in der Lage, weiterzufahren? Ich muss schon bitten, Kate Walker. Ich pflege ihn schließlich mit größter Sorgfalt. Ich weiß. Ich dachte nur, dass das strenge Klima hier... Er ist darauf ausgelegt, Kate Walker. Er muss nur wieder aufgezogen werden. Und Sie haben natürlich nicht vor, sich selbst darum zu kümmern. Mein komplexes Räderwerk ist sehr empfindlich. Es verträgt die Kälte schlecht, Kate Walker. Natürlich, Oskar. Natürlich. Bis später, okay. Oskar. Ich denke, wir werden gleich mal mit Hans reden müssen. Kate Walker? Also irgendwie, wie gesagt, es hat gerade so ein bisschen Bedrückendes. Also die Atmosphäre selber ist ja nicht mehr schlimm. Es sieht eigentlich ganz schön aus hier mit dem Schnee und da hinten der Stadt auf dem Hügel, ne, und allem drum und dran. Es sieht doch eigentlich alles ganz hübsch aus, aber irgendwie so diese ganzen Aussagen von den Leuten geben einem so ein bedrückendes Gefühl irgendwie so im Hintergrund. Ich weiß nicht. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, yeah, okay. Okay, gut. Aufgezogen wäre der Zug damit. Eigentlich könnten wir jetzt so weiterfahren, ne? Oder sehe ich das falsch? Okay, in die Richtung geht's irgendwie nicht weiter. Dann gehen wir mal in den letzten Waggon und quatschen mit Hans. Mal sehen, was der so dazu zu sagen hat. Wer ist er denn da unten? Der gefällt mir jetzt gerade irgendwie nicht. Weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Oder, nee, ich muss noch einen weiter zurück, ne? Letzter Waggon, hat er gesagt. Also hier irgendwo. Oder muss ich einfach im Zug dann nach hinten weiter durchlaufen? Ich glaube wohl, ne? Ich glaube, ich muss im Zug dann... Ah, Hilfe. Das hasse ich manchmal, so diesen Perspektivenwechsel. Und dann läufst du aus Versehen wieder sofort zurück. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Ich hoffe, das wird im dritten Teil anders, weil erste und zweite sind ja eigentlich ziemlich gleich. Von der Steuerung, von der Grafik, alles halt. Und ich habe halt jetzt erst im zweiten Teil herausgefunden, dass ich das Ganze auch im Vollbildmodus spielen kann. Huch. Hi, Hans. Was geht ab? Ist irgendwie klein, der Junge. Guten Tag. Guten Tag, Kate. Hans, wissen Sie was? Ich glaube, ich bin froh, hier zu sein und Sie bei der Verwirklichung Ihres Traums zu begleiten. Dieser Traum ist nun auch der Ihre. Wann fahren wir weiter, Hans? Wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich. Aber das entscheidet Oskar. Er ist der Zugführer. Hans, wo sind wir? Irgendwo, auf dem Weg, der nach Sibirien führt. Und ist es noch weit? Ein bisschen. Diese Insel. Niemand hat sie je gesehen. Kein Forscher je von ihr gesprochen. Sie ist auf keiner Karte verzeichnet. Ich weiß, dass Sibirien existiert. Ich möchte nicht taktlos sein, aber meinen Sie nicht, diese Reise könnte für einen Mann Ihres Alters zu anstrengend sein? Ich werde Sibirien erreichen. Daran besteht kein Zweifel. Glauben Sie, der Zug kann noch lange weiterfahren? Es schneit immer mehr und die Kälte nimmt unaufhörlich zu. Ich habe ihn entworfen, Kate. Haben Sie daran gedacht, ihn aufzuziehen? Nein, noch nicht. Dann tun Sie's, damit wir weiterkommen. Bis später. Ja, der Zug ist doch schon aufgezogen. Ja, auf Wiedersehen. Der Zug ist doch schon aufgezogen. So. Dann, fragen wir mal Oskar, was los ist, weil eigentlich habe ich den Zug da vorne aufgezogen, oder? Theoretisch könnten wir jetzt eigentlich so weiterfahren. Aber ich denke, da wird irgendwo irgendwas noch fehlen. Irgendwas hat Oskar bestimmt wieder zu meckern. Wir kennen ihn doch, unseren Herz allerliebsten. Können wir weiter? Guten Tag, Oskar.
Guten Tag. Es ist soweit, Oscar. Der Zug ist aufgezogen. Es kann losgehen. Unmöglich, Kate Walker. Warum denn? Bald werden wir extremer Kälte ausgesetzt sein, Kate Walker. Wir brauchen Kohle, um zu heizen. Da kann ich Ihnen nun wirklich nicht widersprechen. Es ist hundekalt. Sobald Sie den Kohletender aufgefüllt haben, können wir aufbrechen, Kate Walker. Mal sehen, warum war die Kohle nicht von vornherein drin? Bis später, Oscar. Okay, gut. Ich auf weiß wenigstens, was ich tun soll. Kate Walker. Ja, so in die Richtung habe ich mir schon fast gedacht, wo ich vorhin den Mechanismus hier gesehen bzw. benutzt habe. Ah. Ich brauche Kohle. Na? Ich bin beschäftigt. Wirklich. Colonel, mein Zug benötigt Kohle, um weiterzufahren. Wo kann ich die finden? Da draußen ist ein Kohleverteiler. Und keine falsche Bescheidenheit. Alles umsonst. Der Staat zahlt. Klingt gut. Und wie bediene ich dieses, Gerät? Zieh einfach am Griff. Dann fällt sie von selbst herunter. Vollautomatisch. Ganz vollautomatisch. Die Kohlemaschine funktioniert nicht. Ah, dann musst du warten. Warten? Wie lange? Oh, eine Woche, vielleicht zwei. Früher kommt der Wartungsdienst hier nicht vorbei. Und Sie, Colonel, können Sie das nicht reparieren? Wissen Sie, ich brauche dringend Kohle. Oh, nein, tut mir leid. Mechanik, Motoren und so weiter, davon verstehe ich nicht viel. Das ist Aufgabe des Wartungsdienstes. So ist das nun mal. Colonel, haben Sie den Schlüssel für das Tor? Nein, habe ich nicht mehr. Muss ich verlegt haben. Vielleicht, als ich mich mit dieser blöden Musikmaschine rumgeärgert habe. Das ist aber nicht meine Schuld. Deinetwegen ist mein Zeitplan durcheinander gekommen. Ich wäre sonst nicht nach draußen gegangen. Also hätte ich den Schlüssel auch nicht verlieren können. Aha. Sie haben den Schlüssel also nicht. Nein. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn dir... Und okay. Natürlich... Man muss auf den Wartungsdienst warten. Sagen Sie, Colonel, warum ist da ein Tor, das den Zugang zur Treppe versperrt, die zur unteren Stadt führt? Unten ist unten und oben ist oben. Die Leute sind anders. Und ihre Beschäftigungen sind auch anders. Du verstehst schon, was ich meine, Kate. Kann mir schon denken, was er meint. Tja. Ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Gibt's sonst noch irgendwas zu sehen hier? Nee, ne? Sonst gibt es hier nicht mehr allzu viel. Hallo, ich heiße Kate Walker. Hallo, ich bin Malka. Also ich bin Kate Walker. Und du, Malka, wie heißt du weiter? Ich heiße nur Malka. Warum versperrt dieses Tor den Weg nach unten? Das Tor versperrt nicht den Weg nach unten. Es versperrt den Weg nach oben. Aha, ich verstehe. Der alte Colonel sagt, die Leute von unten seien Gesindel. Weißt du, wer den Schlüssel vom Tor hat? Wenn ich was dafür krieg, sag ich's dir. Kein Problem. Aber ich bin hier oben und du da unten. Tja, dann such eben da oben was für mich. Möchtest du dir den Zug ansehen? Nimmst du mich auf die Reise mit? Nein, das geht nicht, Malka. Das weißt du doch. Dann interessiert mich dein Zug auch gar nicht.
gar nicht verstehen. Reden wir von etwas anderem. Okay. Diese Maschine da unten. Weißt du, wie sie funktioniert? Nein. Hast du nie gesehen, wie sie jemand bedient hat? Doch, wenn die Züge anhalten. Aber es halten ja keine an. So, aber ich sehe gerade auf der Uhr, Alter, ich überziehe hier schon wieder völlig maßlos. An der Stelle sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mein Gott, ich bin hier gerade so ein bisschen wieder, ich liebe sowas, ne? Das ist Story Games, Story weitererfahren und dann vergesse ich gerne mal die Zeit. Wir sehen uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Ihr bewertet das Video, schreibt gerne Kommentare und schaut unten in die Videobeschreibung. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.